Heute wird es peruanisch bei Janina in Food und wir machen eine klassische Causa. Causa. Was ist Causa? Das wusste ich tatsächlich bis vor 2 Monaten auch nicht. Ich war jetzt gerade in Mittelamerika unterwegs und in einem peruanischen Restaurant und musste dann feststellen, dass ich dieses Gericht schon mal bei meiner Freundin Simone bei ihren Eltern gegessen habe. Sie ist nämlich halb Peruanerin und es ist ein Kartoffelgericht aus Peru mit verschiedenen Füllungen. Wir machen es heute mit Thunfisch. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, indem wir uns zuerst die vorgekochten Kartoffeln nehmen, diese pellen werden und dann durch eine Kartoffelpresse jagen. Jetzt kommt sie endlich mal wieder zum Einsatz. Juhu! Das sieht aus wie Spaghetti-Eis. Jetzt werden wir unsere Kartoffelmasse noch ein wenig verfeinern mit Limettensaft, mit Petersilie, mit ein wenig Olivenöl, mit Salz und mit unserem Ají Amarillo-Soße. Paste. Ja. Meine Güte, ich tue mich auch manchmal so ein bisschen schwer, das auszusprechen. Es ist auf jeden Fall eine peruanische, mexikanische, mittelamerikanische Chili-Sorte, die hier zu einer Paste verarbeitet wurde. Ihr könnt natürlich auch andere Chilis nehmen. Wenn ihr andere Chilis nehmt, dann macht ihr euch einfach eine Paste, indem ihr, je nach Schärfegrad, wie ihr es gerne haben wollt, da etwas mildere oder richtig doll scharfe Chilis einmal ganz kurz aufkocht. Also vorher die Kerne natürlich entfernen und dann mit Salz und Olivenöl einfach eine Paste daraus macht und dann benutzt ihr diese, falls ihr die sich hier nicht im Internet bestellen wollt oder keinen Fachhandel bei euch um die Ecke habt. Ají Amarillo. Ají Amarillo. Ají Amarillo. Ja. Oh, die riecht aber schon El Picante. Limon. Oh, pikant. Das ist eine Schärfe, die kommt im Nachgang. Am Anfang spürst du sie nicht und plötzlich ist so kribbel, 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 kribbel. Ganz geil. So, dann geht's weiter mit unseren Eiern. Die werden wir jetzt erstmal pellen und in kleine Stückchen schneiden. Für unsere Thunfischcreme. Ich werde mir jetzt so einen Teelöffel Ei beiseite stellen. Das benutze ich später zur Dekoration. Zu unseren fertig gehackten Eiern geben wir jetzt noch eine halbe Zwiebel, die wir in feine Würfel hacken. Dazu kommt der Thunfisch, unsere Chili-Paste, ein wenig Mayonnaise und dann wird das Ganze schön abgeschmeckt. Und nun wird das Ganze miteinander vermengt. Mhm. Nun schnappen wir uns noch die Avocado und die wird einfach nur in Scheiben geschnitten und dann sind wir mit den Vorbereitungen soweit fertig und wir beginnen mit dem Schichten und zwar fangen wir an mit einer Kartoffelschicht, dann kommt die Avocado drüber, dann Thunfisch und dann wieder Kartoffel, um es dann zu dekorieren. Wusstet ihr eigentlich, dass die Kartoffel ursprünglich aus Peru kommt? Was ich nicht gedacht hätte, weil ich dachte tatsächlich, wir Deutschen, wir hätten die Knolle erfunden, aber nö, ist nicht so. Und die Peruaner haben über 3000 verschiedene Kartoffelsorten. Ihr Lieben, ich habe das mit diesem Ring auch zum allerersten Mal gemacht. Ich hoffe, wenn alles gut läuft, kriege ich ihn jetzt einfach so da drüber gestülpt. Aber schauen wir uns das doch einfach mal an. Hm? Ja, geil. Oh mein Gott. Also ich finde ganz ehrlich, das macht sowas her. Ich weiß ja, dass es gut schmeckt. Ich habe ja schon die einzelnen Ingredients eben gerade probiert. Aber es ist einfach, es sieht so appetitlich auch aus. Wenn ihr keinen Patisserie-Ring zu Hause habt, dann nehmt ihr einfach eine Tasse, probiert es mal aus und stürzt die. Oder wenn ihr das vielleicht für mehrere und ein bisschen rustikaler machen wollt, einfach eine Auflaufform und die Schichten machen und dann schneidet man sich einfach ein Stück raus. Lasst der Kreativität freien Lauf. Es tut mir sehr leid, ihr Lieben, ich kann es jetzt nicht mit euch verkosten, weil die Marina, die macht jetzt ein wunderbares Bild für euch. Das könnt ihr dann auf Instagram sehen. Schaut euch das mal an. Und köstlich. Das ist wirklich so gut. Macht's nach, Hashtag Janina in Food und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Marina!